Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Wir gehen rein in unsere Welt. So, das ist jetzt die Folge nach der Bastion. Ja, für mich sind ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme. Wir haben unsere Netherite Pickaxe. Unsere Lava hier wird schön produziert. Das ist wunderbar. Ja, lade erstmal Spiel. Wir will jetzt Home aufnehmen. So viel ist ein, was ich sagen wollte. Ist schon wieder entfallen. Schlimm. Nee, wir haben die Templates ja auch gleich dupliziert, sodass wir auf jeden Fall unsere ganze Diamantrüstung, das Schwert, noch die Spitzhacke, 4, 5, 6, 7, 8 mit Netherite upgraden können. Viele würden jetzt sofort in den Nether rushen und sagen, gut, jetzt farm ich Ancient Debris und hol mir das alles. Und ich so, nö, das machen wir jetzt nicht, weil das bringt uns jetzt nichts. Weil wir haben jetzt Tag 215. Wir haben 215 Tage Hardcore überlebt. Deswegen, nein, wir machen das jetzt nicht. Gold kommt zu Gold. Gold, Gold. Schön, das haben wir ja geplündert, das Gold. Das Smithing Template kann man ja auch duplizieren. Die Diamantschuhe gab es kostenlos. Hier haben wir noch einen Diamanten. Zwei Stück. Die wir übrig hatten, warum vibriert jetzt mein Handy? Na, bloß ja, gut. Ich muss jetzt mit dem Akku haushalten. Handy-Akku sagt 15%. So. Ich hau jetzt mal das hier rein. Wir haben ja nichts mehr drin. Eins hätten wir, also wir bräuchten einiges. Ich habe mir jetzt schon ein, zwei Sachen überlegt, was wir noch machen werden. Ich würde gerne dann unseren Turm, wo wir unsere XP-Farm haben, später dann als neue Hauptbase nehmen. Das werden wir hier noch schön bauen, dass wir hier als Starterbase haben, weil da würde ich gerne quasi weißen Concrete komplett runterziehen, bis auf Meereshöhe. Klingt jetzt wieder mal sehr gewagt, so mit jo, so viel, ja, so viel. Und dann da oben auf jede Seite mit Pixel Art so eine XP-Flasche zu machen. Da muss ich mir erstmal gucken, wie das dann ausschaut, welche Größe dafür sich am besten eignet. So, Knochenmehl haben wir hier. Wir haben haufenweise das. Aber wir müssen erstmal Sachen fertigstellen. Fertigstellen muss man einiges. Wir müssen hier die ganze Umrandung machen. Das heißt, wir sammeln uns jetzt mal Cleanstone. Ich würde mal wirklich sagen, wir machen hier mit den Bricks. Vielleicht hauen wir dann auch noch ein paar Cracked Stone Bricks zwischendrin mit rein. Das können wir machen. Ich bin leicht erkältet. Nicht wundern, ich klinge bestimmt ein bisschen nasal. Das ist jetzt die Montagsfolge. Okay, und wenn wir halt Clean Stone brauchen, müssen wir uns ein bisschen was abbauen. Ja, es sieht so aus, als ob wir das wieder machen müssen. Aber das kriegen wir hin. So, den Tunnel müssen wir ja noch bauen. Dafür haben wir unsere Seegürkchenfarm gemacht. Die müssen wir dann immer bloß mal wieder ernten. Also mit Knochenmehl drauf. Da haben wir dann statt 36. Und das dann immer so weitermachen. So, ich wollte Cracked Stone Bricks machen, bitte. Das heißt, ich snack mir mal einen Eimer Lava. Und rein damit. Da kriegen wir jetzt noch ein paar Cracked Stone Bricks. So. Aber jetzt machen wir erstmal hier das fertig. Dass wir das schon mal haben. Dann kommt oben die Küche rein hier im Erdgeschoss. Im Obergeschoss soll ja dann die da wo unsere Rüstungsständer sind und die anderen Errungenschaften. Ja, den Eckpfeiler hätte ich jetzt gar nicht machen brauchen. Ich nehme mal die Fackeln jetzt auch so offhand. Weil wir sind jetzt ja nicht mal unter Tage erstmal. Okay, ich habe mein Bett mit. Ich wollte gerade sagen, habe ich mein Bett noch dort hängen? Nein. So. So, dass wir jetzt mal hier die ersten Sachen fertig bekommen.
Vielleicht machen wir auch nicht komplett hier dies der Höhe mit den Stone Bricks, sondern machen dann dazwischen Zäune. Das wäre ich dann noch mir jetzt ein bisschen überlegen. Vielleicht machen wir dann wirklich Zäune hin, so mit Bambusholz. Wir haben ja unsere Bambusfarm, die läuft. Das kann über nicht schlafen, schlimm. Eigentlich wollte ich ja schon gestern Abend was aufnehmen, aber da hat es mir die Augen zugezogen, dann bin ich eingepennt. Und ich wurde mehrmals wach gemacht, dass ich nicht so schnarchen soll. Ich bin halt eher so ein Seeger. So, dass wir hier wiederum wirklich mal andere erste Sachen schon mal fertig bekommen. Und nicht dann dastehen wie, ups, jetzt bin ich aber unglücklicherweise gestorben, weil ich jetzt hier einen Creeper gesehen habe. Nein, ich will jetzt hier nicht die Welt verlieren. Ich tue jetzt auch nicht die Version wechseln. Dann ist es so, weil mir. Ich will das hier nicht dann gleich wieder alles neu machen. So. Gut, also, wir machen auf jeden Fall die Ecken hier. Ja, es war jetzt ja gut, dass ich es schon mal gemacht habe. Mit den Zäunen, da gucken wir mal, wie es dann jetzt am Ende wird, wenn nicht wärmer wird. Also hätte ich es quasi gleich auf 2 plus hochlassen brauchen. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Vielleicht kommen am Ende die auch weg, weil ich dann anderen Stein nehme für die Ecken. Also Smooth Stone. Also nochmal weitergehen. Machen wir die auch noch weg. Oder diese gechiselten hier Blöcke. Ich renne jetzt auch nicht mehr. Also nicht mehr so viel. Das bringt nichts. Wir spielen zwar im Hardcore, wir haben genügend Essen. So, die können auch weg. So. Na, zack, 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 zack. Dann kommen hier Stufen hin. Was machen wir hier einfach? Ne, dafür nehme ich mir nicht diese schöne Schaufel. Gucken wir, dass wir uns eher eine Eisenschaufel machen, weil wir haben ja genügend Eisen. Nehmen wir Andesitstufen, könnte man auch machen. Ich gucke bloß mal spaßeshalber, wie viel wir hier schon wieder drin haben. Jo, die muss ich auf jeden Fall wirklich dann mal bald hier einlagern. Ja, wir nehmen die Andesit-Stufen. Kommt auch die Kiste erstmal weg. Der Crafting-Tisch kommt weg. Ich hatte auch schon überlegt gehabt, dass wir uns hier das Dorf noch ein bisschen ummodeln. Also ein bisschen Terraforming betreiben und sie dann komplett neu aufbauen. Und dann das Dorf so lassen, wie es ist. Nein, Spaß. Nee, ich würde das Dorf dann quasi hier ummodeln, wie ich schon gesagt hatte. Das Dorf dann quasi Gästedorf nennen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, mir irgendwelche Bauwerke schicken von Häusern, die ich dann nachbauen darf. Entweder tut das dann über eine Minecraft-Welt schicken. Ich habe wirklich keine Stöcke mehr. Rohholz dann hier drin. Okay. Zumindest war jetzt so der Gedanke. Ihr könnt es machen, ihr müsst nicht. Das ist alles frei, aber eine freie Entscheidung. Stein. Wenn ihr es wollt, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Wie sagt meine Tochter immer so? Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Fertsch. Ja, das ist ein Movestone, sieht glaube ich nicht so schön aus. Dann machen wir es. Die gechiselten habe ich oben bestimmt irgendwo noch einen Stone Cutter rumstehen. Und wenn wir Ancient Debris am Farmen, würde ich sagen, gehen wir sogar mit TNT rein. 1, 2, 3, 4. Das sind 12.
So, wollte ich nämlich das so hier machen. Dann könnten wir hier das so als Eingang machen. Hier können wir noch ein paar Bücher hinstellen. Ein paar Blumen, dass das hier schön aussieht. Hier wollten wir ja dann noch ein bisschen Gemüse anbauen. Natürlich wäre es schön, wenn in Minecraft auch mal ein bisschen mehr Gemüse kommen würde. Mehr Obstsorten. Wir haben ja bloß Kartoffeln, Karotten, rote Beete und Weizen. Mehr haben wir nicht. Das ist ein bisschen schade. Wojang, macht was. Macht was dagegen. Oder mehr Obstbäume. Das würde auch schon gut ausgehen. So, dann können die noch weg. Dann kommen die weg. Dann sind wir nochmal bei 12. Wir brauchen mehr Obst. So. So nicht, aber fast. So. Wenn wir dann sagen, wir machen hier Zäune dazwischen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier bloß Zäune dazwischen. Erstmal können dann eh nichts drüber hubbeln. Mir juckt die Wade. Schlimm. Entweder wächst da gerade ein Härchen oder so, keine Ahnung. Oder es hat einfach nur gejuckt. Wen juckt's? Mich. Mich hat's gejuckt. Naja. So, haben wir mal hier noch ein bisschen Cracked Stone Big so dazwischen, dass das ein bisschen lebendiger ausschaut. Ja, sieht doch schon mal angenehmer aus, als wenn es nur so wäre. Also hauen wir gleich mal nochmal 28 rein. Haben ja eh einen Lava-Eimer drin, das heißt, es langt immer für 100. So, ein bisschen Abwechslung rein. Ah, hier müssen wir noch was machen. Seht das? Dann hauen wir da auf jeden Fall auch normales Stone Bricks rein, danke. So schön. Da haben wir schon mal unsere Mauer dann. Dann machen wir dann oben ein bisschen Zäune drum. Gucken wir dann nach dem Bambus. Wenn, dann können wir hier schon mit Bambus arbeiten. Bambus. So. Schön. Leute, wir machen halt zwischendurch halt auch mal noch ein paar Pfeiler rein, dass wir da noch ein paar Laternen aufstellen können. Im Grunde machen wir jetzt ja bloß noch hinten die lange Fläche. Denk mal, da kriegen wir die 20 Blöcke so ein bisschen runter. Wenn wir halt was übrig haben, haben wir was übrig. So, cool. Da haben wir das schon mal geschafft. Das heißt, die Steine aus der Offen raus. Die haben wir gleich da rein. Nein, hier nicht runterfallen. Das war ja unsere erste Mine. Ja, Mine, war das eine Mine? Und mich, oh yeah. Und da war aber nicht großartig da drin. Mehr da dran, so rum. So, gucken wir noch nach Zäunen. Also muss ich erstmal ummodeln.
Bambuszäune 21. Ich glaube, wir hatten aber noch Bambuszäune. Da. Gucken wir dann gleich mal, wie es ist. Oh ja, unser Dach wird langsam grünlich. Es oxidiert. Es oxidiert. Das ist schön. Es kann seine grüne Patina bekommen. Schön. Ist ganz wichtig. So, und ihr könnt mal wirklich reinschreiben, wie das, aber ihr das findet mit dem Turm. Und dann noch, wie das ausschaut wegen mit dem Dorf. So, da kann ich nehmen, so kann sich jeder, der möchte und will, sich sozusagen ein kleines Haus im Kreativmodus bauen. Bedenkt 1.20.4. Nicht ins 1.21. Wir spielen in der 1.20.4. Sonst muss ich die Blöcke nämlich ummodeln und kann es dann am Ende nicht nachbauen. So. Das ist wirklich ganz wichtig, dass wenn ihr euch dann verewigen wollt oder du dich verewigen willst, Blöcke aus der 1.20.4 zu nehmen. Okay, wir brauchen noch einiges. So viel aber auch nicht mehr. Das zählen wir nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 29, 29 Zäune. Das kriegen wir auch bestimmt irgendwie hin. Zäune. 3, 6, 9, 12, 15. Also müssen wir auf das. Da haben wir einen Zaun übrig. Das ist nicht schlimm. Wir haben Mülleimer, da können wir es reinpacken. So, wunderbar. Haben wir das in Mülleimer? Ja, vorher schaffen wir, wir schaffen es einfach mal alles runter, weil das nehmen wir mit. Da haben wir bestimmt jetzt dritten Crafting, vier Crafting-Tische für unterwegs. Why not? Why not? Dich müssen wir ja auch noch suchen. Werden wir auch noch irgendwann machen. So, Holz, Holz, Holz. Holzboote. Erde, wir haben hier noch ein paar Truhen. Machen wir hier mit rein. Eisen, ja, da haben wir genügend. Also wir können auf jeden Fall einen Full Iron Beacon bauen. Das heißt, wir müssen das mal in den Wither klatschen. Das heißt, wir müssen in den Nether Witherköpfe sammeln und vorher noch einen Enderdrachen besiegen. Warum ein Enderdrachen besiegen? Ganz einfach, da kriegt man die Möglichkeit, dann den Wither zu klatschen. Und dann kann man das unter die Plattform, eine kleine Obsidian-Plattform bauen, wo das sich dann quasi drauf generiert und dann im Bedrock stecken bleibt und dann stirbt, sagen wir so. Oder wir ihn dann auch besser klatschen können. So, 19 Minuten, schön, ich quassel wieder viel. Wenn der Tag lang ist, aber so soll es ja auch sein. Ich lege ja keine Musik im Hintergrund. Man kann es sich allen recht machen. Wenn man es allen recht machen könnte, ja, dann werden wir ja hier keine Ahnung mehr. Es gibt ja so viele YouTuber. So, hier oben kommen Laternen drauf. Das könnte man noch machen. Wir haben ja ein paar Laternen getradet bekommen. Wollte gerade sagen, war da ein Name-Tag? Nee, das ist so ein Tripwire-Hook. 32 TNT, wir könnten schon ein bisschen was im Nether farmen. Aber dafür würde ich erstmal sagen, nö. So, haben wir hier ein bisschen Licht dran. Dann machen wir hier noch so eine Laterne hin. Zack. Ja, vielleicht machen wir hier wirklich ein paar Felder hin. So, da oben haben wir ja schon einen
Rüstungsständer stehen. Den könnten wir noch abbauen, den bauen wir auch noch fix ab. Dann kommt der hoch. Haben wir den ersten Rüstungsständer. Und zack. Für unsere Eisenrüstung. Ja, die ist beschädigt und ja, das war unsere erste Eisenrüstung. Setze ich die auf den Sockel oder? Nee, wir wollten die ja so draufsetzen. Also hier soll die Leder, Kettenrüstung, Eisenrüstung, Gold und hier Diamant und Netherite. So, haben wir nämlich die erste Rüstung schon dastehen. Dann fehlen dann bloß noch die Tools. Ist ja nicht viel, Schaufel, Spitzhacke etc. pp. Aber ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge machen. Hier bräuchte ich noch einen Zaun. Und eine Slab. Zaun und eine Slab. Das muss ich noch fixen. Das ist gerade hier so ein. Das stört. Slab. Und der eine Zaun. Dankeschön. Weil das sieht ja komisch aus, wenn der Steg denn hier in der Luft hängt. So. So können wir es machen. Habe ich hier oben ausgeleuchtet ein bisschen? Ja. Das ist schon mal gut. Wir haben auch erstmal Fackeln drinne. Hier auch soweit. Sehr gut. Wir könnten mal Teppich drauflegen. Das werden wir ja sehen, wie wir es dann machen. So, das kann noch weg. Nichtsdestotrotz würde ich erstmal sagen an der Stelle. Wir haben die Mauer gebaut. Ich mache das als Screenshot. So, und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss.